So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Und ich fange gleich mal an. Es ist viel passiert. Ich habe im letzten Video gesagt, ich muss definitiv mich um Personal kümmern. Das habe ich gemacht. Also Co-Trainer habe ich auf jeden Fall gefunden. Auch die anderen Positionen sind eigentlich gut besetzt. Lukas Höhler habe ich bekommen, ehemaligen Freiburg. Ich habe gesagt, wenn das möglich wäre, ehemalige Spieler wieder einzubauen, dann mache ich das. Ansonsten habe ich viele oder fast alle Positionen gefeuert, bis auf jetzt Jakob Hund, weil das die Ablöse irgendwie noch zu teuer ist. Aber ich glaube, ich werde die 1,5 Millionen auch noch bezahlen. Scouts habe ich komplett voll gemacht. Bekannte Gesichter, dem Michelis habe ich bekommen und Karim Guidé natürlich, Ikone in Freiburg. Dann Schüppmann, Panda. Ehemaliger Schalker und Hannover, wenn mich nicht alles täuscht. Also ihr könnt es mich korrigieren. Dann Niederlechner natürlich, Freiburg und danach hier oder jetzt in der reellen Zeit sozusagen in Augsburg. Und der Neu-Freiburger dementsprechend und damit dann auch ehemaliger Maximilian Eggestein. Also ist eigentlich ganz okay personalmäßig. Es geht natürlich noch ein zweiter Co-Trainer ab. Und ansonsten fürs Marketing vielleicht irgendwann, aber ich muss erstmal wieder in der Infrastruktur ausbauen. Was ist noch passiert? Ich habe etliche Spieler verpflichtet. Da können wir jetzt mal auf die Transfers gehen. Man sieht, ich habe bis jetzt schon ordentlich Geld ausgegeben. Zwei, drei Top-Transfers. Ich meine, natürlich heutzutage sind 20 Millionen nichts, aber wie gesagt, ich habe hier jetzt positionsbezogen, sieht man, zwei Torhüter genommen, verpflichtet. Daniel Wright habe ich geholt von Chelsea und gleich wieder weiter ausgeliehen. Zu Servette Genf in die Schweiz, damit er ein bisschen Erfahrung bekommt. Ich hoffe, er entwickelt sich ordentlich. Ist eher ein Backup. Dann ein super, super, super Deal ist dieser junge Mann, Lachlan oder wie man immer das auch ausspricht, 17 Jahre. Ich habe 15 Millionen für ihn bezahlt von Chelsea, auch aus der Jugendabteilung. Top. Also super, super Fähigkeiten und auch sehr jung. Ja, ich hoffe, dass ich den irgendwann zum ersten Torhüter mache. Dann Innenverteidiger natürlich etliche geholt. Vor allem Bastian Zandt, ganz wichtig. Für die Innenverteidigung 20 Millionen gezahlt. Die Preise sind immer noch wirklich okay. Dann Furki, genau das gleiche. Dann als Backup Albert. Und zwei Jugendspieler, Mendy und Tolisso. Tolisso hat auch wirklich viel Geld gekostet. Sehr talentiert, sehr jung und dementsprechend muss er viel spielen. Und ich habe ihn dann nach Sandhausen ausgeliehen. Man sieht, erstes Spiel, erstes Tor. Also ich hoffe, der kommt mega stark zurück. Dann Mendy genau das gleiche aus der Jugendabteilung vom Paris FC geholt. Den werde ich jetzt auch weiter ausleihen. Und ja. Dietrich war schon vorher da. Rechtsverteidiger geholt, sieht man hier auch ein sehr guter Deal für sehr wenig Geld. Aus den USA geholt für unter 10 Millionen. Das ist wirklich sehr gut. Was haben wir noch geholt? Kramer als Backup für die Rechtsverteidigerposition. Dann Benitez für die rechte Mittelfeldposition. Auch ein sehr starker Spieler. So, dann Anders von Jan Regensburg aus der Jugend geholt, ablösefrei. Dementsprechend, dem gehört auch die Zukunft. Also, das sind schon sehr gute Deals gewesen bis jetzt. Natürlich ist es so. Dann habe ich Baku noch geholt, allein wegen den Standards und die Pässe. Das ist einfach unfassbar, auch wenn er schwache Nerven hat. Aber ich erhoffe mir, dass er in den Standards dann doch bisschen zieht, auch jetzt 35 Jahre alt, aber vielleicht ein, zwei Jahre kann uns noch helfen. Dann Pidi als Backup, ablösefrei, zwei Stürmer.
Lissou ergibt einfach Sinn, ein sehr junger Spieler oder noch junger Spieler, gute Fähigkeiten, dementsprechend auf dem rechten Fuß sehr stark, dementsprechend habe ich angebracht, der Linksfuß ist oder beidseitig. Dann habe ich Winzheimer natürlich mit 35 Jahren, aber trotzdem, ich erhoffe mir mit seiner Erfahrung, dass wir da eine gute Kombi haben im Sturm. Und ja, seine Quote ist auch ganz in Ordnung. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe auch welche verkauft. Vucic ist dann doch gegangen, aber man muss sehen, 51 Millionen, das war ein sehr guter Deal. Und ich war eh super besetzt in der zentralen Position und dementsprechend war das auch ganz okay. Dann, ich muss jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, weil das sind eigentlich auch nur Spieler gewesen, die tatsächlich nicht viel mit der Mannschaft zu tun hatten. Dementsprechend ergibt sich bis jetzt eine Transferbilanz von minus 67 Millionen. Das ist wirklich nicht viel. Man sieht hier, ich arbeite noch an weiteren Transfers. Gabral als Stammtorhüter, dann Afoka als Linksverteidiger und noch ein Backup im Sturm. Ja. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen muss oder herausgefunden habe, jetzt sind wir auf der Top-Besetzung bei einer Stärke von 822 und sind damit auf Platz 14. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, wo die Richtung hingeht. So große Sprünge werde ich wohl nicht schaffen, egal wie viel Geld ich investiere, weil einfach die Thematik ist, ich bin vom Ansehen noch nicht so stark, dass ich wirklich diese 80er Spieler bekomme. Aber wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden. Ich finde, dass die Mannschaft trotzdem sehr jung geblieben ist, bis auf die zwei, also offensives Mittelfeld und Winzheimer im Sturm, sind das eigentlich sehr junge Spieler, auch mit viel Potenzial. Also von dem her bin ich sehr zufrieden. Und entscheidend ist natürlich erstmal wirklich den Abstieg so schnell wie möglich irgendwie beiseite schieben, Klassenhalt irgendwie schaffen. Und dann sehen wir weiter. Die Bundesliga ist mega stark. Ich habe mal wirklich jeden Kader angeschaut. Da können wir einfach mal so durchgehen. Und da schauen wir uns einfach nur hier beste Spieler an. Und dann seht ihr mal schon, wo die Richtung ist. Das ist jetzt mal Dortmund. Ich klicke einfach mal weiter. Ihr schaut es da unten. Gladbach, Mainz, Regensburg, Stuttgart, Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim, Hamburg. So, und jetzt langsam geht es einmal unter die 80er und da sind wir schon auf Platz 11. Leipzig. So, also Leverkusen, da sind wir in dem Bereich. Ab Platz 14, da sind wir auch tatsächlich stärkemäßig, wenn ich das nur so überschlage. Und man sieht jetzt trotzdem auch Köln, was das für ein Kader ist, immer noch. Einzige, was wirklich dann ein größerer Cut ist, ist jetzt Braunschweig, Kaiserslautern. Und da sind wir. Also, ich sage, Platz 14 ist absolut realistisch. Es würde mir auch reichen. Also, Platz 14 würde ich sofort unterschreiben. Da wäre ich sehr, sehr zufrieden. Wirklich. So, dann, was können wir noch machen oder was möchte ich machen? Infrastruktur läuft ja dementsprechend. Wir haben jetzt schon die erste Pokalrunde und bevor ich jetzt tatsächlich DFB-Pokal spiele, ich muss euch einfach mal diesen jungen Mann nochmal zeigen. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Ich glaube, das wird ein Megatorhüter. Also, ich werde alles daran setzen, dass der Junge groß rauskommt. Also, ich habe große Hoffnung auf ihn. Und dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich auch noch Hentschel verkaufen. Und wenn wir den zweiten starken Torhüter bekommen. Okay, also Kaderplanung ist eigentlich fast abgeschlossen, muss ich sagen, außer es ergibt sich noch spontan etwas. Dann würde ich zugreifen, aber es ergibt einfach nur Sinn, wenn es vielleicht sehr talentierte Spieler sind. Oder wirklich Spieler, die mich stärkemäßig nach vorne bringen, aber ich habe schon alles
abgegrast und nichts gefunden, was tatsächlich Sinn ergeben würde. Im Sturm bin ich nicht ganz zufrieden, ehrlich gesagt, aber die Stürmer, die tatsächlich dann den Unterschied machen, die wollen erstmal nicht zu mir kommen. Geld wäre jetzt nicht das Problem. Eine Sache könnt ihr mir auf jeden Fall noch beantworten, bevor ich jetzt dann mit den nächsten Videos loslege und dann mit dem DFB-Pokal starte. Ich möchte bei Freiburg jetzt auf jeden Fall viel mehr Spiele zeigen, auch im 3D-Modus. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Werde dann aber versuchen, die Videos ein bisschen kürzer zu machen, dass ich vielleicht zwei Spieltage in ein Video packe. Oder ich packe nur ein Spiel rein. Das muss ich dann noch sehen. Aber ich glaube vielleicht, dass es doch interessanter ist, wenn man tatsächlich dann die Spiele sich dann auch anschauen will. Und wenn nicht, wie gesagt, ihr könnt ja bei den Spielen dann auch einfach vorscrollen, dann ist das auch nicht so schlimm. Okay, eine Frage ist jetzt wieder, ich bin jetzt fast in jedem Video so, dass ich euch Fragen stelle und jetzt auch wieder. Wir gehen auf Finanzstatus und da gehen wir mal auf Börsengang. So, und für mich fühlt sich das jetzt irgendwie wie Cheaten an, weil die Thematik ist, ich könnte tatsächlich an die Börse gehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mein Eigenkapital, diese 1,5 Milliarden, die ich besitze, jetzt komplett in den Verein stecken würde, dann ist dann dementsprechend natürlich der Verein finanziell erstens in einem ganz anderen Fahrwasser. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn wir dann bei 1,5 Milliarden plus, was wir jetzt auf dem Konto noch haben, es macht nicht viel aus, also sagen wir bei 1,5 Milliarden, wenn wir dann die 20% verkaufen würden, wenn wir an die Börse gehen, ja, könnt ihr euch das mal grob überschlagen. Das sind schon ein paar hundert Millionen, die da tatsächlich dann reinfließen würden. Und ja, die Frage stellt sich, machen oder nicht machen? Oder weniger reinpumpen? Also wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall hier einen Verein aufbauen, der Geld verbrennt. Also so Leipzig-System wird es auf jeden Fall nicht geben. Das heißt, entweder ich bin irgendwann sportlich erfolgreich und schaffe mit Sponsoreneinnahmen und so weiter mein Gewinn, oder ich muss wie immer einfach mit dem Prinzip, was Freiburg halt so groß gemacht hat, einfach die Jugendabteilung aufbauen und dann dort immer wieder Spieler abgeben oder auch wieder ablösefreie Spieler holen und so weiter. Also ich möchte so und so wirtschaftlich immer weiter kommen und immer weiter arbeiten. Wie gesagt, jetzt stellt sich die Frage und ihr dürft es beantworten. Okay, ansonsten ist eigentlich von meiner Seite fast alles gemacht. Ach, ich zeige euch jetzt noch mal kurz den Aktienmarkt, weil ich habe da selber nicht mehr nachgeschaut, wie sich die Aktien entwickelt haben. So, dann fangen wir mal an. Blackburn Rovers, 70% Gewinn. Alter Falter. Und ich glaube, ich hatte, wenn mich nicht alles täuscht, 40 Millionen an Wert oder 30 Millionen. Das ist unglaublich. 70% Gewinn. 22 Millionen. Ich behalte die Aktie erstmal. Also auch wenn sie ein bisschen fallen würde, kann man immer noch reagieren. Liverpool abgestürzt, was mich ein bisschen wundert, aber nicht so schlimm. Brügge 12% Gewinn. Die würde ich jetzt aber dann auch wieder verkaufen, weil 12% Gewinn ist schon ordentlich. Und verkaufen. Dann haben wir Leicester, 2% Gewinn. Da bin ich jetzt aber auch wirklich so, dass ich die jetzt lieber verkauft, weil man sieht, da passiert nicht mehr viel. Die kommen, also so hoch war sie selten, die Aktie, und fällt jetzt schon wieder. Ich glaube, ich suche mir dann doch einen anderen Verein zum Investieren. Das heißt, ich verkaufe die 55.000, wie gesagt, 2% besser wie nichts. So, dann haben wir Unterhaching, 1% Gewinn. Ich meine, da besitze ich 20%. Das ist ja auch nicht schlecht. Jahn Regensburg, 4% Gewinn.
Dann würde ich jetzt sagen, da ich jetzt in Deutschland bin, sollte ich damit aufhören und verkaufe dementsprechend meine Aktien. So, Everton, 20% Gewinn. Wow. Also die Aktie ist mal so richtig nach oben geschossen. Also wir haben da gekauft. Wahnsinn. Okay, also ich würde sagen, 600.000 Gewinn dementsprechend in so kurzer Zeit, das nehmen wir gerne mit. Dementsprechend verkaufen wir die 20.000 Aktien. Also bis jetzt Arsenal 9% Gewinn. Behalten oder nicht? Und jetzt hat sich das Thema wieder erledigt und jetzt ist dieser weiße Streifen, also entweder ist es wirklich nur etwas mit der Grafik, aber ich habe im letzten Video ja auch das gezeigt mit Arsenal, dass dieser helle Streifen da war, hat wohl keine Bedeutung. Also ja, ich konnte mir das auch nicht erklären. Ja, wir verkaufen die Aktien von Arsenal, das ist okay. 10.200, falls sie wieder fallen, können wir wieder kaufen. Paris FC, da behalten wir der Verein. Es ist so schade, dass der so abrutscht. Das ist so schade. Boah, die verschlechtern sich immer mehr. Also der ganze Verein, also alle starken Spieler sind verkauft worden. Ist echt schlimm. Jonathan Schmid. Ha, der würde gut zu Freiburg passen. Die Reinkarnation davon. Wir nehmen jetzt mal im Blickfeld auf. Er wäre auch sehr teuer, glaube ich. Oh nee. Aber warum, das verstehe ich auch nicht. Warum muss jetzt der komplette Verein vernichtet werden? Wieso macht man jetzt alle Spiele zu Geld? Ich krieg den für 21 Millionen. Okay. Ich habe in dem Blickfeld, das könnte durchaus ein Kandidat sein. Okay. Also Paris behalten wir erstmal. Und Las Palmas, keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat. Okay, also mit Aktien war es eigentlich ganz erfolgreich. Dementsprechend passt das ja. Okay. Dann würde ich sagen, kurzes Video mal beendet. Mannschaft steht, also die groben Transfers stehen, sagen wir es mal so. Das Grundgerüst steht, Mitarbeiter sind schon an Bord, Trainingslager schon gemacht, nur ein Testspiel, das habe ich aber gewonnen. Ich glaube 2-1 gegen einen unterklassigen Verein war nicht schön zum Anschauen. Ja, darum hoffe ich, dass gegen Bielefeld das Beste wird. Und das gibt es dann gleich als erstes im nächsten Video. Also, dann würde ich sagen, ihr gebt es mal schnell eure Tipps ab, gleich an die Börse gehen oder warten. Und ich mache jetzt einfach schon mal gleich weiter und bereite dann schon mal das nächste Video vor, was dann mit dem Spiel gegen Bielefeld beginnt. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Abend, falls wir uns heute nochmal hören und ihr die Videos doch noch schaut, dann vielleicht bis später. Und ansonsten macht es gut, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.